willkommen bei Staubitopia zuckerfrei. Eispulver gibt es ja mittlerweile immer häufiger im Handel und im Internet zu kaufen. Und ich kannte jetzt beispielsweise dieses hier aus der Höhle der Löwen und dachte mir, im Grunde genommen darf es doch eigentlich nicht so schwer sein, so ein Eispulver auch einfach selber zu machen. Und habe dann einmal einfach dieses hier getestet und anhand der Zutaten, die ich dann einfach hier auf der Packung gefunden habe, mein eigenes Eispulver zusammengestellt. Natürlich ohne Zucker und ganz low carb. Und wie einfach es ist, dieses low carb Eispulver selber zu machen und wie super lecker das Eis ist, das eben dann im Endeffekt daraus entsteht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video! Für das Eispulver geben wir nun einfach Kakaopulver, Vitafiberpulver, zu Puder gemahlenes Erythrit, ein wenig Guarkernmehl und ein wenig Xanthan in eine Rührschüssel und vermischen alles miteinander. Und damit ist das Eispulver im Grunde genommen auch schon fertig. Wenn ihr es nicht direkt zu einem leckeren Schokoladeneis weiterverarbeiten möchtet, dann könnt ihr es jetzt gut in einem verschließbaren Glas aufbewahren. Und so ist das Eispulver natürlich auch ein tolles Geschenk aus der Küche, mit dem ihr zum Beispiel eure Freunde oder eure Familie überraschen könnt. Wenn ihr das Eispulver nun zum Eis weiterverarbeiten möchtet, dann gebt ihr einfach die komplette Menge des Eispulvers in eine Rührschüssel, fügt anschließend noch Milch und Sahne hinzu und vermixt alles so lange, bis eine Schokoladencreme entstanden ist. Das Ganze schmeckt übrigens auch so schon total lecker. Ihr könnt es an dieser Stelle einfach als Mousse au Chocolat servieren. Aber wir wollen es ja noch zum Eis weiterverarbeiten. Und dafür fülle ich die Masse jetzt einfach in meine Eismaschine und lasse es in dieser gefrieren. Für die Zubereitung von selbstgemachtem Eis kann ich euch eine Eismaschine wirklich ans Herz legen, da die Konsistenz durch das ständige Rühren während des Gefrierens einfach wirklich besser wird. Solltet ihr allerdings keine Eismaschine zu Hause haben, dann könnt ihr das Rezept natürlich trotzdem nachmachen. Ihr solltet für die Zubereitung von dem Schokoeis dann allerdings nur die Milch mit dem Eispulver vermischen, die Sahne separat steif schlagen und diese dann unter die Eispulver-Milchmischung heben. Während das Eis dann im Gefrierschrank einfriert, solltet ihr es für die Konsistenz ca. alle 30 bis 60 Minuten einmal umrühren. Mein super cremiges Eis ist nun fertig und damit ich meine Eismaschine bald für das nächste Eis einsetzen kann, fülle ich es jetzt noch in einen gefriergeeigneten Behälter um und dann kann ich es auch schon direkt portionieren. Dieses Eis hier, das ist wirklich ein wahr gewordener Schokoladeneistraum. Und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, wie cremig das Eis ist, aber ihr müsst es einfach selber testen, damit ihr einfach merkt, wovon ich rede. Ich bin auf jeden Fall absolut begeistert von meinem selbstgezauberten Schokoladeneispulver und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall Lust habt, das Rezept nachzumachen. Ihr findet es wie immer auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de zum Nachlesen und natürlich findet ihr da auch noch viele weitere Low-Carb-Eisrezepte. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst wie immer nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen des Eispulvers. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut! Ein leckeres Eis probieren. Mmh. Das ist echt der Hammer. Mmh. Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und Staubitopia zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.